Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar Lehren im digitalen Klassenzimmer – Ideen für den Arabischunterricht, organisiert von der Expo Lingua und der Qatar Foundation International. Ich bin, haben wir schon gesagt, Sebastian Schattenmann von der Expo Lingua. Ich und meine Kollegin Katharina Irle, wir sehen Sie dort auch, werden Sie durch die Veranstaltung begleiten. Ja, das ist ja die zweite Veranstaltung aus unserer Reihe und so wie es aussieht, wird uns das Thema digitales Klassenzimmer noch eine ganze Weile begleiten. Gerade im Bildungsbereich, das zeigen ja viele aktuelle Umfragen, sind die Veränderungen, die die Corona-Pandemie angestoßen hat, besonders nachhaltig, beziehungsweise werden als besonders nachhaltig eingeschätzt. Das heißt, unsere Reise ins digitale Klassenzimmer geht weiter. Und ja, um so im Bild zu bleiben, sie wird uns wahrscheinlich auch zu ganz neuen Ufern führen. Bei der ersten Veranstaltung, einige von Ihnen werden ja auch dabei gewesen sein, haben wir uns einen groben Überblick über die Neulage verschafft. Jetzt möchten wir uns spezifisch einem Punkt widmen, nämlich der Perspektive des Lehrens. Denn Sie, die Lehrer, sind es ja, die zunächst einmal am stärksten betroffen sind von der Umstellung. Man könnte sagen, ein großer Teil des Repertoires an eingespielten Verhaltensweisen und Kommunikationsformen, wie man eben so agiert als Lehrer, wie man sich bewegt in der Klasse, wie man mit den Schülern, den Schülerinnen, Studentinnen kommuniziert, das alles funktioniert plötzlich nicht mehr so wie vorher im realen Leben oder eben doch auf eine ganz andere Weise. Und das ist mit Lernprozessen verbunden und ganz neuen Erfahrungen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir heute hier zusammen sind und uns mit diesen Fragen genauer beschäftigen können. Genau, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Katharina Irle und ich möchte ein paar Wörter zum technischen Ablauf sagen. Zu sehen und zu hören sind nur unsere heutigen Rednerinnen und wir, die Moderatoren. Sie können sich sehr gerne an der Diskussion beteiligen, indem Sie im Chat Ihre Fragen an die Rednerinnen schreiben. Um den Chat zu öffnen, klicken Sie bitte auf den Knopf unten auf dem Bildschirm. Der Chat öffnet sich also rechts. Bitte wählen Sie die Option Versenden an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer. Vielen Dank und bitte werfen Sie die Chat-Etikette. Und eine letzte Anmerkung, bevor wir starten. Die heutige Veranstaltung wird aufgenommen, darauf müssen wir einmal hinweisen. Und jetzt möchte ich die erste Rednerin auf die digitale Bühne einladen. Das ist Paula Rötscher, Arabisch-Dozentin an der Universität Erfurt und der Volkshochschule Würzburg. Und sie ist auch Studentin im Master Arabistik an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Paula? Ja. Herzlich willkommen. Danke. Ich glaube, man sollte mich jetzt sehen können. Sehr gut. Wunderbar. Vielen Dank für die nette Einführung. Also die wichtigsten Sachen zu meiner Person wurden schon gesagt. Ich unterrichte an der Universität Erfurt und an der Volkshochschule Würzburg. An der Universität Erfurt unterrichte ich aktuell einen A2-Kurs, der sowohl Hocharabisch als auch Umgangssprache behandelt. Und an der Volkshochschule Würzburg unterrichte ich einen A1- und einen A2-Kurs und da ist ausschließlich Hocharabisch unser Fokus. Und da ich, wie gerade erwähnt, im Master Arabistik bin an der Uni Bamberg, schreibe ich aktuell auch meine Masterarbeit und zwar zum Thema Medienbildung im Arabischunterricht. Also da geht es teilweise auch darum, wie wir neue und digitale Medien sinnvoll in den Arabischunterricht einbringen können. Und durch die aktuelle Situation, also dass ich alle meine Arabischkurse momentan online abhalte, habe ich sozusagen die praktische Erfahrung und auch ein bisschen theoretisches Hintergrundwissen, weil ich mich einfach für die Masterarbeit aktuell damit auch ja, von theoretischer Perspektive beschäftige. Und ich benutze vorrangig in meinem Online-Unterricht drei Plattformen, Zoom, WebEx und an der Uni auch gelegentlich BigBlueButton. Also das sind so die Plattformen, zu denen ich Auskunft geben kann generell. Und ja, also grundsätzlich, um vielleicht in das Thema reinzukommen, habe ich das Gefühl, dass für manche von uns es so scheint, als wurden wir quasi in diese Online-Situation hineingezwungen, auch relativ unerwartet und vielleicht auch ohne konkrete Anweisungen und Hilfestellungen. Aber ich denke, dass wir diese aktuelle Situation auch begrüßen können und versuchen können,
die Gegebenheiten zu nutzen, um zu schauen, wie wir vielleicht manche Aspekte unseres Unterrichts anders gestalten können, vielleicht auch innovativer gestalten können und ja, andere Tools und Mittel zu verwenden, die wir vielleicht sonst nicht in Betracht gezogen hätten. Und deswegen möchte ich heute auf ein paar Beispiele eingehen von Aktivitäten, die ich durchgeführt habe im Unterricht und die Anklang gefunden haben. Und auch Beispiele, die ich von Kollegen und Kolleginnen gehört habe und auch über die ich gelesen habe, wie man den Online-Unterricht kreativ und abwechslungsreich gestalten kann und ja, die Motivation der Schülerin trotz der aktuellen Situation beibehalten kann. Und zwar würde ich mit dem Thema soziale Medien beginnen wollen, denn an der Universität unterrichte ich aktuell Studenten und Studentinnen, die allgemein im Alter zwischen 18 und 22 sind und bei denen auf jeden Fall soziale Medien einfach ein wichtiger Aspekt des alltäglichen Lebens sind. Und ich glaube, dass es für mich als Lehrkraft nicht so viel Sinn macht, wenn ich soziale Medien grundsätzlich verteufle oder ja einfach ignoriere, dass sie tatsächlich für meine Studenten relevant sind. Und ich glaube auch für alle, die jüngere, also junge Erwachsene oder der jüngere Schüler unterrichten, könnte das auch ein wichtiger Punkt sein, die sowieso soziale Medien im Alltag verwenden. Und deswegen machen wir beispielsweise im Unterricht Folgendes. Wir gehen zum Beispiel auf Instagram und wir schauen uns die Profile von zum Beispiel bekannten arabischen Schauspielern an oder Politikern oder anderen Persönlichkeiten aus der arabischen Welt. Und wir schauen uns die Posts an und gucken, welche Sprache wird dort verwendet. Welche Ausdrücke, welches neue Vokabular können wir dadurch lernen? Neulich haben wir zum Beispiel das Profil von Königin Rania angeschaut und dann gibt es auch Videos und dann kann man die sich mehrmals anschauen, gucken, können wir die verstehen, sind die auf Hocharabisch, sind die auf Umgangssprache, sind die gemischt. Also das kann eine ganz interessante sprachliche, ja sprachlich relevante Aktivität sein, die sowieso schon eine Plattform einbindet, die bei meinen ja, Schülerinnen und Schülern relevant ist. Und außerdem gibt es auch manche Accounts, also zum Beispiel auf Facebook oder auf Instagram, die sich relativ ja, fundiert sogar mit der arabischen Sprache auseinandersetzen. Ich kann das dann auch gerne nochmal ins Chatfenster schreiben, aber es gibt einen Instagram-Account, der heißt arabicwords_0 und da gibt es dann beispielsweise Beiträge zu Wortverwandtschaften von verschiedenen arabischen Wörtern. Da wird das Wurzelsystem grafisch dargestellt, da gibt es arabische Sprichwörter, also das sind so kleine Sachen, die kann man in den Unterricht immer mal einbinden und vielleicht hier und da ein neues Wort lernen und sich dadurch neue Grammatik erschließen. Und grundsätzlich würde ich sagen, ist der Vorteil von der Online-Lehre einfach, dass ja, wir vieles über den geteilten Bildschirm und über das Internet machen müssen und das Internet grundsätzlich eine tolle Quelle ist für authentische Materialien in arabischer Sprache, also seien das Rezepte oder Liedtexte, oder Blog-Einträge oder Posts auf Facebook. Also ganz viele kleine und große Materialien, die man, wie man möchte, einbeziehen kann. Und eine Sache, die wir manchmal machen im Unterricht, ist, dass wir uns gemeinsam tagesaktuelle arabische Zeitungsartikel anschauen und ich die quasi teile auf meinem geteilten Bildschirm und dann die Kommentarfunktion für alle einschalte, sodass wir gemeinsam markieren können und beispielsweise nach Idrafas suchen können, nach bestimmten Verben suchen können, nach Adjektiven suchen können, vielleicht Beispiele raussuchen für das neueste grammatische Thema, das wir gerade behandeln. Und der Vorteil daran ist einfach, dass meine Schüler auch viel mehr Input geben können bei der Auswahl dieser Artikel. Also welche Themen interessieren sie gerade, was sollten wir heute thematisch behandeln? Und das finde ich immer ganz schön, dass dadurch nicht nur mir die Rolle zufällt, Inhalte auszusuchen, sondern dass ich meine Schüler viel mehr einbeziehen kann auf diese Art und Weise. Und das geht natürlich für alle anderen ja, Textarten auch, für Blog-Einträge, Rezepte, Liedtexte, Kurzgeschichten. Also da kann man immer diese gemeinsame Kommentarfunktion haben und anhand dieser Materialien ein bisschen vom Lehrbuch wegkommen und andere Inhalte mit einbringen. Und wie bereits erwähnt, ich finde es schön, dass meine Schüler viel mehr einbezogen werden können in die Auswahl von Materialien. Deswegen machen wir es auch manchmal so, dass wir vielleicht 5 oder 10 flexible Minuten lassen am Anfang des Unterrichts oder am Ende, dass meine Schüler zum Beispiel ein Musikvideo mitbringen
oder etwas, das sie in den sozialen Medien gesehen haben, oder einen Witz auf Arabisch oder irgendwas, das ihnen ja im Internet, auf das sie im Internet gestoßen sind und das wir dann kurz zusammen besprechen. Das ist immer eine gute Art und Weise, um erst sozusagen den strukturierten Teil abzuhandeln, den ich vorbereitet habe, und dann ein bisschen kreativer noch ja, die Stunde zu beenden. Ich habe für mich bemerkt, dass es manchmal sehr hilfreich sein kann, die Breakout Rooms gerade bei Zoom und auch bei BigBlueButton zu benutzen. Bei WebEx habe ich die Option noch nicht gefunden, aber an der Uni steht mir immer BigBlueButton und WebEx zur Verfügung. Da kann ich das flexibel auswählen. Und entweder meine Schüler in Gruppen zu tun, in denen sie dann beispielsweise Dialoge erarbeiten. Also das ist immer an der Volkshochschule sehr beliebt, dass wir gleich neue Inhalte interaktiv anwenden und wir dann die Dialoge in unserer virtuellen Gruppe separat erarbeiten und dann in der großen Gruppe wieder vorstellen. Da ist der Vorteil, ehrlich gesagt, dass in der virtuellen Gruppe keine Ablenkung entsteht. Also im Klassenzimmer war das immer so, dass rechts jemand gesprochen hat und links, und dass man immer so die Hintergrundgeräusche hatte, und so war man viel, ist man viel irgendwie separater und konzentrierter. Und eine andere Möglichkeit ist auch, dass die Schüler mir sagen, dass wir vielleicht am Ende der Stunde 15 Minuten Zeit lassen und sie mir sagen, heute habe ich das Gefühl, dass ich gerne nochmal die Schrift festigen möchte oder dass ich nochmal Hörverstehen üben möchte. Und dann sortiere ich die Schüler je nach aktuellem Bedürfnis und dann können sie sich gemeinsam unterstützen in der virtuellen Gruppe und da konzentriert zusammen nochmal das üben, was für sie gerade am relevantesten ist, dass ich auch ein bisschen individuell mich auf meine Schüler einstellen kann. Und eine Sache, die ich gerne erwähnen würde, die, glaube ich, noch nicht ganz ausgeschöpft ist, ist das Potenzial für Gastredner in unserem Unterricht. Also ich hatte neulich die positive Erfahrung, dass ich als Gastrednerin eingeladen war in einem Arabischkurs an einer amerikanischen Universität und dort 15 Minuten mit den Studenten und Studentinnen gesprochen habe. Und sie konnten mir Fragen stellen auf Arabisch über mich selbst und über meinen eigenen Lernprozess und konnten dadurch ihre sprachlichen Mittel direkt anwenden. Und es war eine tolle Gelegenheit, dass sie mal mit jemand anderem sprechen konnten als der Professorin, die sie kennen. Und ich glaube, da haben wir gerade in dieser aktuellen Situation eine tolle Chance, weil wir Gastredner einladen können, ohne dass sie irgendwo hinfahren oder fliegen müssen, sondern sich einfach dazuschalten und dass unsere Schüler und Schülerinnen mal mit jemand anderem ja, sprechen können und so ihre sprachlichen Kompetenzen auch irgendwie auf ja, abwechslungsreichere Art und Weise üben können. Ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall in Betracht ziehen, wann immer das relevant sein könnte. Ja, und ein anderes Thema, das ich kurz ansprechen möchte, ist, und ich glaube, das haben vielleicht auch viele andere Lehrer gemerkt, da, also im Klassenzimmer konnte ich immer gut einschätzen, wie gerade das Klima ist. Ob jemand ja, die Lust verliert, das Interesse verliert. Ich habe gemerkt, wenn jemand gähnt. Ich habe gemerkt, wenn etwas zu schnell oder zu langsam läuft. Und am Anfang hatte ich das Gefühl im Online-Unterricht, dass ich eher wie so ein Alleinunterhalter irgendwie diesen Unterricht am Laufen halten musste und habe manchmal das Gefühl gehabt, dass ich gar nicht weiß, wie es meinen Schülern dabei eigentlich geht. Und deswegen habe ich mir jetzt also das angenommen, dass ich wirklich regelmäßig alle 5 bis 10 Minuten nachfrage. War das zu schnell? War das zu langsam? Kommen wir alle noch hinterher, damit ich einfach einschätzen kann, wie gerade die Atmosphäre im Unterricht tatsächlich ist. Und was ich auch nützlich finde, und das ist einfach nur ja eine kleine Sache, dass man bei Zoom beispielsweise die Unterrichtsstunden aufnehmen kann. Also da gibt es viel positives Feedback von meinen Schülern, dass sie dann hinterher nochmal nacharbeiten können. Nochmal schauen können, wie haben wir das gemacht? Was wurde da gesagt? Das kann auch sehr hilfreich sein bei der Prüfungsvorbereitung. Und ich habe mittlerweile, also ich bin dazu übergegangen, dass ich nicht alle schriftlichen Inhalte auf dem geteilten Whiteboard schreibe, sondern dass ich vorher schon vor dem Unterricht ein Word-Dokument öffne oder eine PowerPoint-Präsentation und da dann mitschreibe, damit ich dann das Word-Dokument oder die PowerPoint-Präsentation am Ende einfach speichern kann, so wie sie entstanden ist während der Unterrichtsstunde und das dann genauso an meine Schüler weitersenden kann. Dann haben sie quasi die korrekte und vollständige Aufzeichnung des Unterrichts, was beim individuellen Nacharbeiten auch sehr hilfreich sein kann.
Ja, und ich würde gerne noch ein paar Minuten verwenden, um ein paar konkretere Tools vorzustellen, die ich bereits benutze, die andere meiner Kollegen und Kolleginnen benutzen und die je nach natürlich Schülergruppe und Bedürfnissen hilfreich sein könnten. Dazu würde ich meinen Bildschirm teilen wollen und ich werde es jetzt einfach mal versuchen, das sollte klappen. Und wenn nicht, dann hoffe ich einfach auf Rückmeldung, dass es dann doch nicht geklappt hat. Dann kann ich das noch einstellen. Und zwar, also hier, ich hoffe, dass man jetzt meine Webseiten sehen kann, die ich vor mir offen habe. Sebastian, ich nehme an, wenn es nicht klappt, dann würdest du mir Bescheid sagen. Also mache ich jetzt mal weiter in der Annahme, dass wir das alle sehen können. Und zwar, das ist nur ganz kurz der Instagram-Account, von dem ich gesprochen habe, arabicwords_0. Ich sehe hier Nachrichten im Chat. Ah ja, gut, wunderbar, alle können das sehen, vielen Dank. Und da gibt es, also wie gesagt, es gibt öfter Sprichwörter hier, die geteilt werden, aber was auch schön ist, neulich gab es zum Beispiel diesen Post, wo erklärt wird, wie teilweise das mit den drei Radikalen eines Wortes funktioniert, wie die Wörter zusammenhängen, wie man die sich ableiten kann. Da muss natürlich auch Anleitung von der Lehrkraft stattfinden. Aber das kann immer so ein bisschen den Unterricht auf schöne Art und Weise ja, mit unterbrechen. Und dann das nächste Tool ist nur ein ganz kleines, was aber bei, glaube ich, auch jüngeren Schülern und Schülerinnen gut ankommt und auch bei meinen Studenten. Und zwar ein Meme-Generator. Und da gibt es ganz viele. Also das kann man googeln und da gibt es ganz viele umsonst, aber ich mache das mal ganz kurz vor. Also man könnte ein Bild aussuchen und da habe ich Folgendes vorbereitet, dieses Kamelbild. Und dann könnte man, wenn man das wollte, ein eigenes Meme gestalten. Das geht auch mit arabischer Schrift und dann könnte ich hier zum Beispiel Schlonak reinschreiben, weil wir das vielleicht gerade im Unterricht gelernt haben. Oder alle möglichen Dinge kreativ da einfügen, aber das hilft manchmal beim Lernen neuer Vokabeln und vor allem beim Lernen neuer Ausdrücke, dass man sie so ein bisschen auf kreative Art und Weise einbindet. Und das nächste Tool ist eigentlich, also ist ja kein Tool an sich, das ist einfach nur eine nützliche Seite und zwar ist das der YouTube-Kanal Lingualism Arabic. Also ich könnte mir vorstellen, dass einige von uns Lingualism schon kennen oder benutzen. Das ist ursprünglich eine Buchreihe aus den USA und da geht es vor allem darum, Hörverständnis auszubilden. Und alle Audiomaterialien, die Lingualism zur Verfügung stellt, auf Hocharabisch und auch in den Dialekten, sind dann hier sortiert zu finden. Also da kann man dann nach zum Beispiel Egyptian Arabic Diaries, da hätte man eine ganze Reihe von Videos und von Hörtexten auf Ägyptisch-Arabisch und könnte das, wenn das relevant ist für die von uns, die teilweise auch Dialekt unterrichten, das mit in den Unterricht einbeziehen. Dann möchte ich ganz kurz nochmal auf diese Seite hinweisen, und zwar ist das Al Jazeera Learning. Ich könnte mir vorstellen, dass einige von uns die Seite schon kennen. Und zwar, ja, das ist von Al Jazeera quasi die bereitgestellte Webseite, um ja, eigenständiges Arabischlernen zu unterstützen. Das Schöne daran ist, dass man hier oben zwischen allgemeine Sprache und Sprache der Medien unterscheiden kann und diese Übungen, die angeboten werden, auch noch in verschiedene Schwierigkeitsgrade unterteilt sind. Also kann man relativ leicht eine passende Übung finden. Und wenn man jetzt beispielsweise auf diese Übung geht, die hier zur Verfügung steht. Da gäbe es dann ein Video auf Arabisch zu einem bestimmten Thema. Das kann man sich anschauen und hier unten kommen dann, das lädt etwas langsamer, aber ich glaube, man sollte es hoffentlich gleich sehen. Da gibt es dann mehrere Übungen, also alles von Übung 1 bis 6 und die sind sehr abwechslungsreich. Also da gibt es verschiedene Fragen zum Hörverstehen. Da gibt es dann auch Übungen, wo man neues Vokabular selbst in der eigenen Schrift anwenden soll, also kleine Texte verfassen soll zum Beispiel oder ja, ähnliche Übungen. Und hier links gibt es immer die wichtigste Vokabelliste, die ist auch ganz nützlich. Natürlich ist diese Webseite ursprünglich, also die existiert auf Englisch und Arabisch, da müsste man dann gegebenenfalls, wenn Englischkenntnisse nicht vorhanden sind, unter den Schülern beispielsweise
als Lehrkraft Abhilfe schaffen und dann möglicherweise auf Deutsch übersetzen, wenn das nötig ist. Aber grundsätzlich sind die meisten Aufgaben auf Arabisch und das sollte wunderbar klappen. Und ein ganz kleines Tool, das ich noch zeigen möchte, hier auf der Al Jazeera-Webseite ist das Tashkil-Tool. Da kann man unvokalisierte Texte einfügen und die werden dann vollvokalisiert, ja, umgewandelt sozusagen mit allen Vokalzeichen. Und das kann manchmal eine ganz gute Übung sein, dass Schüler erstmal selbst üben, ein paar Sätze oder einen kleinen Textauszug selbst zu vokalisieren und sich dann eigenständig zu überprüfen. Und dann habe ich noch zwei Seiten, die ich kurz zeigen möchte. Und zwar eine Seite namens Playerling. Ich hoffe, also das sollte man hoffentlich gut sehen. Und zwar ist der Aufbau sehr simpel. Es gibt einfach verschiedene Videos in arabischer Sprache. Die kann man aussuchen nach Schwierigkeitsgrad oder Dialekt, da gibt es Hocharabisch und verschiedene der arabischen Dialekte. Oder auch nach Inhalt kann ausgesucht werden. Und wenn man jetzt beispielsweise eingeben würde, Intermediate und Hocharabisch, dann gibt es verschiedene Auswahl an Videos, auf die das zutrifft. So, und dann gibt es hier unten zum Beispiel, und ich werde das Video nicht abspielen, ich zeige nur mal kurz, wie das dann ausschaut. Dann kommt man auf die Webseite mit dem Video. Und ich habe einen Screenshot gemacht davon, wie das dann aussieht, wenn das Video abgespielt wird. Ich hoffe, dass man den jetzt sehen kann, den Screenshot. Wenn nicht, dann müsste mir jemand kurz Rückmeldung geben. Ansonsten nehme ich an, dass das funktioniert. Und zwar bei Playlink ist das so, dass alle gesprochenen Inhalte des Videos automatisch auf Arabisch transkribiert werden. Moment, ich habe Chatnachrichten. Ah, kann man nicht sehen. Okay. Dann muss ich das mal ganz kurz stoppen. Das tut mir leid. Dann teile ich das extra. So, jetzt sollte man das hoffentlich sehen. Also das ist nur eine Vorstellung davon, wie es in der Mitte des Videos ausschaut. Man hätte dann hier unten das Transkript auf Arabisch, damit die Schüler hören und gleichzeitig mitlesen können. Aber wenn man dann ein bestimmtes Wort anklickt, dann kommt dazu auch die Erklärung. Also dann kommt hier erstmal die Übersetzung des Wortes auf Englisch. Wie gesagt, da muss man vielleicht manchmal auf Deutsch übersetzen als Lehrkraft. Und es kommt aber zum Beispiel, die drei Radikale dieses Wortes werden angezeigt. Dann wird gesagt, ob das ein Substantiv ist, ob das Feminin ist. Bei den gebrochenen Pluralen steht automatisch der gebrochene Plural auch mit da. Genitivverbindungen werden gemeinsam übersetzt. Also da gibt es viele Arten und Weisen, wie man Sätze analysieren kann und wirklich gute sprachliche Arbeit gemeinsam vollbringen kann. Und dann gehe ich nochmal ganz kurz auf die Webseite zurück, damit ich das letzte Tool kurz zeigen kann. Und zwar, ich hoffe, dass man das jetzt gleich wieder sehen kann, ist das eine Webseite namens Khalina. Und Khalina ist eigentlich hauptsächlich dazu da, Schüler und Schülerinnen an kulturelle Inhalte heranzuführen. Und man kann aus verschiedensten Modulen wählen, auf drei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Und wenn ich zum Beispiel folgendes Modul auswähle, Lesen in der arabischen Welt, dann öffnet sich das Modul. Hier ist dann immer die Einführungsseite. Und dann kann man hier in das Modul einsteigen. Und also der Englischteil ist hier relativ gering gehalten. Das meiste ist auf Arabisch. Und zwar ist jedes Modul so aufgebaut, dass es unterschiedliche Arbeitsaufträge gibt. Also hier zum Beispiel ist der erste Schritt erstmal ein Lesetext, der uns an das Thema Lesen in der arabischen Welt heranführt. Und dann könnte ich, also wenn wir das abgearbeitet haben, gelesen haben, drin sind in der Materie, dann könnten wir zum Beispiel weitergehen auf Schritt 2 und da hätten wir dann ein Video zum Thema. Und da gibt es dann verschiedene Verständnisfragen, die man beantworten soll, um gemeinsam das Video zu bearbeiten. Und das geht dann immer so weiter. Und jede Seite oder jedes Modul auf Khalina beinhaltet 10 verschiedene Arbeitsaufträge, sodass man da ganz kreativ wählen kann, was für den eigenen Unterricht passen könnte. Ja, und das wäre es eigentlich von meiner Seite. Ich würde abschließend nur noch kurz sagen,
dass natürlich nicht jedes Tool für jede Klasse und für jedes Lernziel passt und dass man, glaube ich, als Lehrkraft seine Vorstellung auch anpassen darf an sich selbst und auch an seine Schüler, die alle mit dieser neuen Situation umgehen und dass man vielleicht auch einfach die Schülerinnen mit einbezieht und fragt, welche Tools und welche Materialien wir vielleicht einbeziehen sollten in den Online-Unterricht, damit es uns allen was bringt. Und das, ja, das wäre es erstmal von mir. Ich mache erstmal den geteilten Bildschirm aus. Paula, Ekaterina hier. Ja, ich kann dich hören und sehen, ja. Super, ja. Vielen Dank erstmal für die wertvolle Quellen. Ich glaube, das ist eine wirklich Schatzgrube für unsere Lehrerinnen und Lehrer von heutiger Veranstaltung. Also wirklich vielen Dank. Es gab bereits ein paar Fragen, bevor du alles gezeigt hast. Wie genau heißen die Webseiten? Wie genau heißen die Instagram-Seiten? Du hast alles gezeigt. Und jetzt wollen wir Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, darum bitten, also das ist jetzt wirklich eine sehr besondere Möglichkeit, an Paula direkt Ihre Fragen zu stellen. Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie sie gerne im Chat. Und wir bitten Sie natürlich, die Fragen auf Deutsch zu schreiben, weil wir als Moderatoren haben Arabisch noch nicht gelernt. Aber es wird bestimmt die also wirklich einzigartige Möglichkeit, mit Paula noch so in Kontakt zu treten. Wir sehen schon einige Zustimmung an. Vielen Dank, alle sind wirklich dankbar. Es gab schon eine, Frage, ich will sie noch ganz kurz, ich finde sie jetzt gar nicht mehr im Chat, ehrlich gesagt, das ist schon etwas länger hier. Da ging es darum, Stichwort Heterogenität. Ich glaube, gemeint war möglicherweise Heterogenität der Schüler, der Studenten, der Gruppe, sozusagen, wie gehen sie damit um? Das ist natürlich eine sehr weite Frage. Jetzt, ich weiß nicht, ob du da speziell, du hast ja schon gesagt am Ende, es kommt natürlich immer darauf an, welche Gruppe hat man vor sich, welche Tools eignen sich dann für welche Zwecke und für welche Gruppe. Das ist natürlich sehr schwer allgemein zu sagen. Ich habe mir gedacht, vielleicht könntest du aus deiner Erfahrung sagen, was ist denn das Tool, was sozusagen deinen Unterrichtsstyle am meisten verändert hat, sozusagen? Also wo du am meisten gemerkt hast, da kommt was Neues rein, was vorher vielleicht nicht so im Unterricht drin war. Also gibt es da irgendwas, was dir da jetzt spontan einfällt? Oder? Ja, also das Einzige, was ich dazu vielleicht sagen würde, ist, was ich vorher erwähnt habe, dass ich auf dem geteilten Bildschirm zum Beispiel, dass wir gemeinsam an Zeitungsartikeln arbeiten oder an anderen Texten und die tatsächlich auch analysieren, also grammatikalische Strukturen finden, überlegen, ist das eine Dörfer, ist das keine, versuchen die Vokalzeichen da quasi interaktiv hineinzuschreiben. Das war früher, oder ja, das war im traditionellen Unterricht nicht so gegeben, weil ich, wenn überhaupt, was an die Tafel projizieren konnte, dann hatten wir aber nicht die Möglichkeit, das gemeinsam zu bearbeiten. Also das ist ehrlich gesagt viel kollaborativer geworden. Mhm. Ich glaube, das haben die Schüler auch gemerkt. Ja, ich könnte gerne kurz auf das Thema heterogene Klassen eingehen, muss ich aber nicht. Oh. Ja, in Ordnung. Gerne, also nur... Wie vorhin erwähnt, was wir versuchen, ist, dass wir vielleicht 10 oder 15 Minuten flexible Zeit lassen und innerhalb der Breakout-Gruppen, also dass jeder Schüler daran arbeiten kann, was er gerade am meisten braucht. Das Gute ist an der Online-Lehre, dass ich nicht Bücher mitschleppen muss und dass ich nicht auf jede Eventualität vorbereitet sein muss mit Material, sondern dass ich ganz leicht was finden kann und teilen kann, eigentlich in Sekundenschnelle und relativ schnell auf bestimmte Bedürfnisse eingehen kann. Und was ich an der Universität gemerkt habe, also wir werden dazu angehalten, Umgangssprache und Hocharabisch zu unterrichten. Aber ich habe manche Studenten, die mehr das eine wollen und brauchen und andere sind genau das Gegenteil davon. Und da versuche ich durch die Hausaufgaben auch ein bisschen individuelle Arbeitsaufträge hineinzubringen. Und was sich gezeigt hat, ist, dass wenn man den Online-Unterricht vor allem durch Audionachrichten unterstützt, also die Aufnahmefunktion am Computer oder am Handy, dass dadurch meine Schüler mir zum Beispiel Texte vorlesen können oder Sätze auf Amiya sprechen können oder sich meine Audioaufnahmen auch anhören können. Und manche Schüler brauchen tatsächlich 5 oder 10 Mal, dass sie sich meine
zum Beispiel vorgelesenen Vokabeln anhören, bis sie sie selbst korrekt aussprechen können. Und manche brauchen nur zweimal. Aber dadurch, dass alle das individuell zu Hause tun können, relativ leicht über die mobilen Endgeräte, kommen wir alle in den Unterricht und sind gleich vorbereitet. Und dadurch können wir auch so ein bisschen die Unterschiede einfach im Lernansatz ausgleichen. Vielen Dank. Es gibt eine Menge Fragen. Ich würde ein paar Fragen zusammenführen, und zwar, wie man mit Anfängern arbeitet, wie man mit A0, also wirklich mit Anfängern arbeitet und überprüfen kann, ob sie richtig schreiben. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also im A1-Kurs an der Volkshochschule ist das gerade relevant. Was wir normalerweise machen, ist, dass wir ungefähr 4 bis 5 Schriftzeichen auf einmal einführen, weil das Lehrbuch so konzipiert ist. Auf dem geteilten Whiteboard schreibe ich das dann vor, manchmal auch mehrmals und sehr langsam. Also wie muss die Handbewegung aussehen? Ich muss zugeben, dass ich jetzt gerade den Namen nicht weiß, aber es gibt auch eine Applikation, da kann man zusätzlich quasi Linien über den Bildschirm legen, also die schon vorgezeichnet sind. Und da kann man dann gut zeichnen, wie fallen die Buchstaben in die Linien. Also unter die Linie, liegen sie auf der Linie oben drüber. Das kann ich gerne nochmal im Anschluss schicken. Und dann arbeiten wir einfach viel mit Fotos. Also meine Schüler fotografieren mir eigentlich alle ihre Schreibhausaufgaben ab und schicken sie mir zu. Und dann kontrolliere ich sie vor dem Unterricht und gebe ihnen dann direktes Feedback vorher, damit sie schon selbst nochmal schreiben können, es mir nochmal schicken, da kann ich es nochmal überprüfen. So gehen wir momentan vor, was das Schreiben angeht. Ja, das ist nicht so Standard wie mit so einem roten Kugelschreiber auf Papier Korrekturen zu machen, mit Fotos zu arbeiten, ist ein neues Niveau. Sebastian. Ja. Genau, ich gucke jetzt gerade auch, es sind tatsächlich eine ganze Menge von Fragen da. Natürlich eine, ich weiß da, oder ich habe so in Erinnerung, glaube ich, dass du da sehr, sehr viel dazu sagen könntest, das Thema Dialekte. Und das ist natürlich jetzt hier auch, wird ganz kurz genannt, da gibt es die Frage, ich lese einfach mal ganz kurz vor, wie arbeiten Sie mit Videos in Dialekt- oder Gemischt-Dialekt-Standards? Wenn die Studenten keinen Dialekt haben, haben sie ein gutes Instrument, von einem zum anderen zu gehen? Ist sicher, also sonst genau, diese Dialektfrage dann bezogen auf die technischen Tools. Also sicher, Also wenn ich das richtig... Ganz einfach, ja. Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, ich glaube, ich sehe die Frage, wie ich also damit arbeite, wenn wir Videos anschauen, wenn die Studenten aber keine Dialektkenntnisse haben. Okay, in Ordnung. Also grundsätzlich, ich möchte gar nicht unbedingt Stellung beziehen, ob man Dialekte unterrichten soll oder inwiefern und welchen Dialekt. Ich glaube, das ist eine ganz andere Frage. Aber da, wie gesagt, ich Levantinisch aktuell und Hocharabisch zusammen unterrichte, ist es einfach so, dass ich immer parallel irgendwie beides vermitteln muss. Und bei den Videos ist einfach eine Möglichkeit, auf jeden Fall, gut, die Videoauswahl, da muss die Lehrkraft einfach sehr gut vorarbeiten. Also da muss ich das Video mehrmals schauen und vorausdenken, welche Herausforderungen kommen jetzt auf meine Schüler zu. Nach welchem Wort werden sie mich fragen? Nach welchem Ausdruck werden sie mich fragen? Wie gesagt, bei Playling bietet es sich an, dass die Videos, die gemischt sind, das auch so transkribieren. Also da kann man deutlich erkennen, ist das ein Dialektausdruck oder ist das Hocharabisch? Und wenn man darauf klickt, dann wird das auch nochmal erklärt. Und manche von diesen Videos können automatisch, wenn sie im Dialekt sind, komplett auch auf Hocharabisch umgewandelt werden, schon auf der Webseite. Also das kann helfen. Und ich überlege gerade bei, also wer das machen möchte, wenn man Lingualism, wenn man diese Videos verwendet, dazu gibt es ein Lehrbuch und da sind alle Transkripte drin. Und wenn da gemischte Inhalte vorkommen, dann werden die, also dann ist das ganz leicht zu erkennen und da kann man, dann hat man das parallel quasi nebeneinander. Und auch bei Halina, wenn die Videos gemischt sind, ist das auch so, dann hat man oft parallel die Ausdrücke nebeneinander. Beziehungsweise ich würde vielleicht eine Art Vokabelliste auch vorbereiten. Wenn ich das Video schon geschaut habe und weiß, wo dann die Schwierigkeiten entstehen, da muss man irgendwie kreativ vielleicht auch eigene Materialien beisteuern. Gibt es denn noch
Also es sind noch einige Fragen im Chat offen. Ich will noch auch ganz kurz dazu sagen, der Chat wird noch nach den Vorträgen weiter offen sein. Das heißt, es gibt auch noch die Möglichkeit, mit Paula und dann auch mit Simone, der zweiten Rednerin, im Chat weiter zu kommunizieren. Vielleicht ganz kurz noch eine Frage. Gäbe es denn, für welchen Lernaspekt denkst du denn, sind sozusagen die Tools, die du kennst, irgendwie am interessantesten oder sozusagen, wo bringen die sozusagen am meisten quasi Fortschritte für verschiedene Gruppen? Kannst du da noch eine Einschätzung geben? Ja, ich würde vermutlich sagen, Alltagskommunikation und ja, alles, was einfach mit reellen kommunikativen Situationen, vor allem unter jungen Leuten zu tun hat. Also ich glaube, dass viele junge Lernende sowieso der Online-Lehre vielleicht auch ein bisschen mehr zugetan sind, weil wir dann viele Tools benutzen, die sie sowieso schon kennen, also gerade was die sozialen Medien angeht. Und wie gesagt, gerade bei den Instagram-Posts oder den Posts auf Facebook, das sind ja reelle Abbildungen davon, wie junge arabischsprachige Menschen sich ausdrücken. Und dadurch kann man erstens kulturelle Einblicke gewinnen und soziokulturelle Einblicke gewinnen und man kann sprachlich erkennen, also man kann einfach auch größere Sprachbewusstheit ausbilden und schauen, wie mischen Leute Dialekt und Hocharabisch, welche Vokabeln kann ich in meinem Lehrbuch nicht finden, existieren aber trotzdem und werden oft angewendet. Also das sind alles sehr praktische oder praxisnahe Dinge, aber ich glaube, das kann, selbst wenn das nicht der Hauptfokus im Unterricht ist, einfach immer mal Abwechslung schaffen und wie gesagt, Gastredner einzuladen ist eigentlich mein größter, tollster Vorschlag, weil man Menschen aus Ägypten, aus Palästina, aus egal wo, Fragen stellen kann, als wären sie im eigenen Klassenzimmer und die Möglichkeit gibt es sonst wirklich nicht so in der Form. Vielleicht noch einen, auch noch eine Frage, also sozusagen, wie ist denn die Brücke dann zurück zu den, ich meine, Aufgaben wie also Bewertung, Tests, Auswertung und so, das ist ja auch irgendwas, was natürlich irgendwie dann irgendwie gemacht werden muss und irgendwie, natürlich ist dann der Weg viel schwieriger von diesen doch super breiten und vielfältigen Online-Möglichkeiten dann zu dieser Ebene, könnte ich mir vorstellen. Also mündliche Inhalte werden wirklich tatsächlich von mir aus bewertet durch Audionachrichten. Also meine Schüler müssen immer als Teil der Hausaufgabe was sprechen und aufnehmen. Ja. Meiner Meinung nach ist der Vorteil, wenn man das als unterstützendes Tool sozusagen verwendet zum Online-Unterricht, dass ich sofort direktes Feedback geben kann. Ich kann eine Audionachricht zurückschicken und sagen, bei diesem Wort liegt die Betonung auf dieser Silbe, nicht auf dieser Silbe. Bei diesem Wort, diesen, das. Und das geht eigentlich sehr gut, weil dann auch so eine Art Kommunikation entsteht und die Schüler nicht irgendwas gemacht haben und ich sie dann eine Woche später sehe, sie mir die Hausaufgaben vorstellen und sie gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich damals schreiben wollten oder ausdrücken wollten. Also dieses direkte Feedback hilft eigentlich sehr. Was schriftliche Prüfungen angeht, muss ich sagen, lernen wir auch noch. Also an der Universität kommen dann die schriftlichen Prüfungen am Ende des Semesters und da gibt es noch eine ganz vielfältige Konversation momentan, weil es ganz viele Meinungen dazu gibt, wie man das machen soll. Ich glaube, dass ich in diesem Semester dazu übergehen werde, dass es eine Art kreative Schreibaufgabe sein wird. Also eine Art größere bewertete Hausaufgabe, die relativ individuell ist. Aber ich muss zugeben, da gibt es noch viel zu lernen und da bin ich auch noch dabei herauszufinden, was da am besten funktioniert. Ja, das ist ein gutes Stichwort, Lernen. Es ist ein großer Lernprozess, in dem wir alle sind. Da stehen wir alle noch am Anfang. Aber wirklich vielen, vielen herzlichen Dank, Paula. Das war wirklich super interessant und ganz breites Feld von irgendwie Inspiration, was Tools angeht, was auch Einschätzungen, was Reflexionen darüber angeht. Also vielen Dank nochmal. Wie gesagt, also im Chat kann es noch weitergehen. Alle weiteren Fragen können wir noch gerne irgendwie thematisieren. Aber ich möchte jetzt zur zweiten Rednerin übergehen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir, ich denke mir, viele von Ihnen werden Sie noch vom letzten Mal kennen. Das ist die Frau Simone Britz, die wir bei uns haben, eine Arabisch-Dozentin am Auswärtigen Amt der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und bei der Deutsch-Arabischen Freundschaftsgesellschaft. Hallo, Simone, du hast das Wort. Vielen Dank. Wunderbar. Hallo an alle. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ganz herzlichen Dank an Paula, an meine Vorrednerin. Ich habe richtig viele wertvolle Tipps mitgenommen.
Und ich werde hier in meinem Vortrag auf jeden Fall etwas tiefer stapeln und vielleicht für eine Generation von Lehrern sprechen, die nicht mit diesen Tools groß geworden sind. Also ich war mitnichten darauf vorbereitet, von heute auf morgen per Webinar zu unterrichten. Ich hatte von dem Zoom-Tool noch nie etwas gehört vorher. Ich benutze selbst aus unterschiedlichen Gründen kein Facebook und auch kein Instagram. Messenger-Dienste durchaus, und die haben sich auch gerade in der jetzigen Zeit unter anderem fürs Unterrichten als recht sinnvoll herausgestellt. Und allen, denen es so geht oder so ging wie mir, die sich jetzt quasi erstmal überhaupt in die Bedienung der Tools einarbeiten müssen, mit denen sie ein Webinar gestalten können, möchte ich gerne eine Broschüre ans Herz legen, und hierfür teile ich den Bildschirm. Und zwar gibt es hier ein sehr ausführliches Manual, das ist erstellt worden von der Uni Regensburg, und ich gehe mal davon aus, dass es für alle quasi frei verfügbar und legal zum Ausdrucken ist, denn es ist ins Netz gestellt worden, damit man sich besser zurechtfindet. Ich kann Lehrkräften, die sich überhaupt nicht mit dem Webinarunterrichten auskennen, wirklich nur ans Herz legen, diese Broschüre, nehmen Sie sich ein Wochenende, einen Tag Zeit, es lohnt sich. In dieser Broschüre werden Sie quasi durch die Einrichtung von Zoom, das gilt für andere Tools ähnlich, zum Glück sind die Plattformen dann nicht so unterschiedlich, Stück für Stück durchgeführt, auch mit entsprechenden Fotos, also dass man ganz genau weiß, worauf muss ich klicken, was kann ich voreinstellen. Das kann super, super viel Arbeit und Stress während des Unterrichts ersparen. Sie haben zum Beispiel schon Breakout-Sessions voreingestellt, in denen Sie dann Ihre Schüler schicken können. Sie haben von vornherein gesagt, die Schüler, da schalte ich das Mikro erstmal stumm, bis alle dabei sind. Sie selbst müssten wissen, wo sind die Buttons, quasi, dass die Schüler Hand heben können im Meeting. Sie wollen ein Meeting so moderieren, dass nicht alle durcheinander sprechen. Und wenn Sie nicht wissen, wo dieser Button sich befindet, Ihre Schüler wissen es unter Umständen auch nicht. Jede Oberfläche sieht dann leider auch wieder anders aus. Also ich habe die Erfahrung gemacht, je nach Endgerät, der eine benutzt ein Handy, der andere ein PC, der andere hat ein iPad, und die Anordnung der entsprechenden Tools, die Zoom zur Verfügung stellt, die sind auch nicht überall gleich angeordnet. Also ich kann tatsächlich den Tipp geben, sich sorgfältig vorher mit zum Beispiel dieser Broschüre zu beschäftigen und so viel wie möglich an Voreinstellungen vorzunehmen. Das erspart viel Stress im Unterricht. Wenn ich neue Gruppen habe, große Gruppen, und ich habe die Erfahrung gemacht, immer wieder bricht das Netz mal zusammen. Jemand kann sich nicht einwählen. Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grunde klingt sich mein Router aus. Das sind maximale Stresssituationen. Auch hierfür blende ich kurz ein. Oberste Prämissen für den Online-Unterricht: Geduld, Disziplin und Höflichkeit. Und das kann man ja auch ganz schön gleich mit dem Arabischen verbinden, zum Beispiel Allama Sabirin, ich übersetze das gerne, Gott ist mit den Geduldigen. Oder Geduld ist der Schlüssel für die Entspannung, hier könnten Sie vielleicht gleich einen gesunden Plural im Genitiv erklären oder hier eine Idafa, eine Genitivverbindung. Man könnte das als Einführung benutzen. Der Kurs findet zum ersten Mal statt. Sie haben 14 Teilnehmer, sind vielleicht alles Teilnehmer, die tatsächlich zum ersten Mal auch diese Tools benutzen. Alle wollen was sagen, sind begeistert, sprechen durcheinander. Sie müssen das moderieren. Und dafür ist tatsächlich Disziplin und Höflichkeit und ein Nacheinander wichtig. Sie könnten hier quasi diese Zitate auch gleich für eine Einführung islamischer Kulturkreis, das hier ist aus einer Koransure, Vers sowieso, könnten Sie ein bisschen was erklären, was für eine Einführung in den Arabischunterricht sicher auch gar nicht so verkehrt ist. So, meine Vorrednerin hat schon auf
ist schon auf Whiteboards eingegangen. Wie gesagt, ich hatte von Zoom noch nie gehört, konnte mir gar nicht vorstellen, dass wir gemeinsam auf einer digitalen Oberfläche auf einem Whiteboard schreiben können. Das Whiteboard ist tatsächlich, finde ich, eine sehr sinnvolle Funktion. Und auch hier gebe ich nochmal den Bildschirm frei. Ich habe das jetzt per Screenshots gemacht, weil ich nicht zu viel Saft wegnehmen wollte. Die Anfänger. Ich frage mich natürlich, wie soll ich denen denn jetzt bitte Schreiben beibringen? Normalerweise gehe ich an eine Tafel, Sie sehen das vielleicht noch im Hintergrund. Ja, das habe ich auch zuerst versucht. Also ich stehe hier vor der Tafel und sage, das Meme, da müssen Sie den Strich so und so führen. Die Tafel ist viel zu klein. Im schlechtesten Fall stehe ich vor dem, was ich schreibe und die Schüler können gar nichts mehr sehen. Sie haben bei Zoom, auch bei BigBlueButton, die Möglichkeit, ein Whiteboard einzublenden, auf das sowohl Sie als auch die Schüler zugreifen können. Auch das können Sie voreinstellen, wie Sie das moderiert haben wollen. Und anhand dieses Whiteboards haben wir zumindest die Möglichkeit, also wir können uns hier Linien ziehen, wir können unterschiedliche Schriftstärken und Schriftfarben einstellen. Das Schreiben, ich habe mir dafür quasi so ein extra Touchpad jetzt besorgt. Wer bereits ein iPad benutzt, damit ist das völlig problemlos und sauber. Also das Schreiben mag für uns Lehrkräfte nicht wirklich befriedigend sein, weil es sieht es ist ein bisschen wackelig und wir können alle schöner schreiben. Aber also um zu zeigen, wie der Buchstabe geschrieben wird, ist es völlig ausreichend und auch sinnvoll. Also hier wäre wichtig, dass Sie sagen, okay, Leute, das Sort, das beginnt bitte unter der Linie und dann ist die Schriftführung so und so. Und es macht den Schülern tatsächlich viel Spaß, selbst auf das Board zuzugreifen und das entsprechend auszuprobieren. Und ich kann kontrollieren, ob sie quasi den Buchstaben in der richtigen Abfolge der Strichführung schreiben, was ich sonst überhaupt nicht kontrollieren kann. Die gemeinsame Bildschirmnutzung bietet eine Menge Vorteile. Zum Beispiel, wir könnten Fotos einblenden. Vielleicht sind Ihre Schüler schon in arabischsprachige Länder gereist, haben viele Fotos geschossen. Dann kann ein Schüler auf den gemeinsamen Bildschirm zugreifen, kann so ein Foto einblenden. Und die anderen müssten dann eben mit den Sprachmitteln, die bereits vorhanden sind, versuchen, dieses Bild auf Arabisch zu beschreiben. Man kann Rätsel machen, man könnte arabische Hauptstädte einblenden und dann müssen die Schüler raten, anhand vielleicht einer besonderen Sehenswürdigkeit, hier handelt es sich um Kairo oder das ist vielleicht Amman oder das ist Damaskus und so weiter. Das kann man schon relativ kreativ gestalten. Was ich an der gemeinsamen Bildschirmfreigabe auch schön finde, ist, genau wie Paula, schicke ich in der Regel den Schülern das Material vorab per Mail und bringe es bereits auf meinen Bildschirm, bevor ich den Unterricht gestartet habe. Also wir haben hier einen grammatisch sehr einfachen Text. Die Schüler sollen die Kasusfunktion kennenlernen. Und während ich den Text hier im geteilten Bildschirmmodus eingeblendet habe, kann ich zusätzlich auf die Kommentierfunktion zugreifen. Ich schiebe mich selbst jetzt mal hier eben rüber und kann zum Beispiel zeigen, hier, wir haben gerade die Genitivverbindung gelernt, also hier müssten Sie ein Dhamma einfügen, hier ein Kasra, ich kann daneben schreiben, ich kann hier unten dann zeigen oder kommentieren nach Präposition im arabischen Genitiv. Wenn wir hier keine Idafa haben, dann ohne Artikel 2 Kasuszeichen. Das ist sehr, sehr komfortabel und ich kann die Kasuszeichen alle löschen und die Schüler bitten, die entsprechend einzufügen und kann sie dann korrigieren. Was bei Zoom relativ umständlich ist,
in dem Moment, wo ich scrolle, verrutschen die Zeichen und ich habe mich erkundigt. Wir haben jemanden im Auswärtigen Amt, der allein für die Technik abgestellt ist und es ist sehr hilfreich, ab und zu Nachfragen dort beantwortet zu bekommen. Und leider kann Zoom tatsächlich die Kommentarfunktion nicht mit dem Bildschirm verknüpfen. Das heißt, es ist gut, sie benutzen zu können, aber in dem Moment, wo sie scrollen, verrutschen ihre Kommentare. Das heißt, sie müssen sie löschen. Sie müssen wieder in die Scroll-Funktion, wieder in die Kommentarfunktion und dann in der nächsten Zeile neu kommentieren. Trotz alledem bin ich sehr froh, dass es das gibt und dass das funktioniert. Und den Schülern macht es sehr viel Spaß, aktiv auf dem Whiteboard zu schreiben bzw. die Kommentarfunktion zu benutzen. Zu Videos. Ich benutze im Moment, wie von Paula schon vorgestellt, relativ häufig die Arabisch-Lernseite von Al Jazeera für sehr unterschiedliche Sprachniveaus. Und auch hier möchte ich kurz den Bildschirm freigeben. Auch wenn das hier immer noch Anfängerniveau ist und das ist bei Al Jazeera schon recht sportlich, gibt es hier zum Beispiel eine ganze Reihe von Videos, die sich an einer Geschichte lang hangeln. Das hat sich im Unterricht als total sinnvoll herausgestellt, also auch das Arbeiten mit sehr vielen unterschiedlichen Büchern, was ich eigentlich mag, weil die Bücher unterschiedliche Anregungen, unterschiedliche Schwerpunkte haben. Das ist beim Online-Unterrichten eher schwierig. Also ich gehe im Moment eher zurück, maximal 2 Lehrbücher, nicht zu viel unterschiedliche Videos. Ich kann das dann irgendwann nicht mehr moderieren und für die Schüler ist es auch verwirrend. Die haben noch mehr Zettelsalat, als sie vorher schon hatten. Hier bietet Al Jazeera zum Beispiel quasi von einer Stellenausschreibung über das Verfassen des Lebenslaufes, dann muss der Lebenslauf verschickt werden an Al Jazeera. Die Stellenausschreibung ist ein Job bei Al Jazeera. Dann gibt es hier ein persönliches Vorstellungsgespräch, dann das nächste Video, wie dieser Journalist seine Arbeit beginnt. Das ist schön, weil die aufeinander aufbauen. Und wenn wir uns so ein Video angucken, sind sie insofern auch komfortabel. Wir haben hier einen sehr ausführlichen Vokabelwortschatz, der vorher angegeben wird. Meist auf Englisch und Französisch, manchmal nur auf Französisch. Zur Not muss man sich die Arbeit machen und ihn eben vorher ins Deutsche übersetzen. Dann können wir hier arabische Untertitel einblenden. Die gesprochenen Videos auf Al Jazeera, das wissen Sie vielleicht, sind immer mit vollem Kasus gesprochen. Da wird der Subjunktiv, da wird der Indikativ mitgesprochen. Das ist fürs Hörverständnis manchmal sehr abträglich und wird ja normalerweise auch nicht so gehandhabt. Wenn Sie merken, dass das für Ihre Schüler so schwierig ist, dann behelfe ich mir, dass ich die arabischen Untertitel mit einblende und in dem Moment klappt das besser mit dem Hörverständnis? Wir können sie nachher wieder ausblenden. Hier zum Beispiel muss der Protagonist gerade einen Lebenslauf erstellen. Das habe ich dann mit meinen Schülern zum Anlass genommen. Die sollten dann auch selbst einen Lebenslauf erstellen und sich die dann entsprechend beim nächsten Mal vorlesen. Für die unteren Niveaus gibt es vom Sprachniveau natürlich einfache Videos. Es gibt hier dieses schöne Tool, dass man den Text einblenden kann. Das hilft oft sehr, gerade wenn Sie nicht von Anfang an mit Nonation, mit Indikativ, mit Subjunktiv arbeiten und die hier mitgesprochen werden, ist das Hörverständnis schwieriger. Da hilft es, den Text einzublenden. Und den Anfängern macht es tatsächlich viel Spaß. Paula hatte schon darauf hingewiesen, dass es hier dann unterschiedliche quasi so kleine Tests nochmal gibt zum Hörverständnis. Da müssen Fragen beantwortet werden, die nur beantwortet werden können, wenn man den Text richtig verstanden hat. Dann gibt es Drag-and-Drop-Übungen. Manchmal müssen die Schüler, dann können sie eine arabische Tastatur öffnen und dann müssen die Schüler selbst auf Arabisch einfache Worte schreiben. Und das macht den meisten viel Spaß. So, jetzt stoppe ich den Bildschirm.
Ich meine, von Paula gehört zu haben, dass es das englischsprachige Lehrbuch Kitab Ta'allum al-Arabiya mittlerweile auch in digitaler Form gibt. Ich habe das noch als Printversion, aber ich benutze die DVDs viel. Und natürlich können Sie auch, mein Rechner hat sogar noch ein DVD-Laufwerk, Sie können natürlich auch ein externes DVD-Laufwerk benutzen und können die dann eben auch über den gemeinsamen Bildschirm abspielen. Und das mache ich auch. Jetzt möchte ich hier noch auf ein auch frei zugängliches Tool hinweisen, und zwar die Deutsch-Arabische Freundschaftsgesellschaft, bei der ich ja auch Arabischkurse unterrichte. Die haben in unglaublicher Mühe ein Bildwörterbuch erstellt, quasi gezeichnet, eine Umschrift, darüber kann man sich streiten, hat hier keinen Uni-Anspruch. Und sie haben, was ganz toll ist, sogar quasi eine arabische Transkription für das deutsche Wort erstellt. Wer das braucht, das gibt es sehr, sehr selten. Und dieses Wörterbuch ist sehr umfangreich mittlerweile, nach Themen geordnet. Ich mache das so, ich drucke mir das aus, ich schneide die Vokabelkarten aus und vor Unterrichtsbeginn schicke ich jedem Schüler, also einzeln per WhatsApp, eine so eine Vokabelkarte zu. Und im Unterricht soll der Schüler dann in Arabisch, ohne dieses Wort zu benutzen, den anderen Schülern erklären, was ist Hose auf Arabisch? Was, also Pullover, die müssen das dann raten. Oder Hijab, Kopftuch. Er darf das Wort nicht benutzen, er muss es also umschreiben. Das macht viel Spaß und das funktioniert tatsächlich auch bei höheren Niveaus ganz gut. Da benutze ich dann nicht das Bildwörterbuch, da denke ich mir dann selbst Sachen aus. Stellvertreter, Minister, Außenministerium, also Sachen, die dann vielleicht schon etwas komplizierter zu beschreiben sind. Und schicke entsprechend dann auch den Schülern einzeln per WhatsApp den Begriff zu. Und dann muss der im Unterricht erklärt werden. Auch ich nutze Messenger-Dienste, vor allem für Audiodateien. Zum Beispiel, wenn wir die Zahlen lernen, wenn wir die Buchstabennamen lernen. Die Schüler sprechen das mit. Und das ist über Mikro schon schwierig genug. Da war mir der Präsenzunterricht tatsächlich lieber. Ich konnte die Aussprache der Buchstaben besser kontrollieren. Aber nun ist es halt so und es funktioniert auch per Online-Unterricht. Aber die sitzen dann zu Hause und wissen nicht mehr, oh, wurde das jetzt Sort ausgesprochen? War das jetzt Ta oder hieß der Buchstabe Tor? Und wie war nochmal Kof oder war das Kef oder spreche ich das ganz anders aus? Insofern, ich spreche das Alphabet dann immer nochmal auf und schicke das per Messenger-Dienst. Wenn wir die Zahlen haben, selbiges. Wenn wir einen Text haben, unter Umständen auch einen noch nicht so schwierigen Zeitungstext. Ich spreche den immer nochmal auf nach dem Unterricht und verschicke ihn dann als Audiodatei an die Schüler. Das hat sich auch als hilfreich erwiesen, die sind dankbar dafür. Oft wird dann an mich herangetragen, ich benutze kein WhatsApp. Können Sie das bitte per Signal schicken? Können Sie das bitte per Telegram schicken? Mittlerweile sage ich, nein, tut mir leid, das überschreitet dann wirklich den Aufwand. Ich benutze WhatsApp und alle, die aus sicher gut verständlichen Gründen einen anderen Messenger-Dienst benutzen, die bekommen dann einen Unterrichtspaten, sodass der Pate dann die Aufgabe hat, das an den Schüler weiterzuleiten, der eben Signal oder der zum Beispiel Telegram benutzt. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ja, die Sprachniveaus, vielleicht sollte ich das noch hinzufügen. Ich habe relativ viele Anfängerkurse, A1, A2, unterschiedliche, also auch ein Kurs, mittlerweile B1, sehr unterschiedliche Größen von 14 Teilnehmern bis zu 2 Teilnehmern. Da kommt man natürlich auch unterschiedlich schnell voran. Die Lehrerfortbildung in Arabisch, die ich gebe, da muss im Vorfeld besprochen werden, geht es eher darum, um mit den Schülern schnell in Kontakt zu kommen, also einen Smalltalk und beschränken wir uns da auf eine Dialektgruppe oder nehmen wir eine etwas abgespeckte Version des Hocharabischen
oder geht es darum, die grammatischen Schwierigkeiten der Schüler beim Deutschlernen zu verstehen? Hierfür wäre sinnvoll, tatsächlich Hocharabisch zu lernen, weil die Kasus zum Beispiel im Hocharabischen ja ähnlich wie im Deutschen funktionieren und weil dann erkannt werden kann, da hat der Schüler ein Problem beim Deutschlernen, soweit er mit dem Begriff Kasus etwas anfangen kann. Und das Tool muss dann ein bisschen spezieller zugeschnitten werden für die Lehrerfortbildung, als wenn ich tatsächlich Arabisch unterrichte, weil die sprechenden Personen ins arabische Ausland entsendet werden. Gut, das wäre es erstmal soweit von meiner Seite. Ich bin gespannt auf Ihre Fragen und Anregungen. Ich habe auch Schüler, die sich manchmal super gut mit Zoom auskennen, eher selten, aber der ein oder andere eben doch. Und ich freue mich immer, wenn es da auch so eine Interaktion gibt, ich zurückfragen kann, Mensch, da ist das, das habe ich schon lange gesucht, danke, das nehme ich zur Kenntnis, das gebe ich weiter. Bei dir auf dem iPad sieht das so aus, kannst du das bitte erklären für alle, die den iPad benutzen? Kaza, kaza, kaza und so weiter. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Simone. Jetzt haben wir leider schon fast gar keine Zeit mehr, im offiziellen Teil sozusagen die Fragen zu stellen. Deswegen gehe ich ganz schnell, im Chat ist nämlich auch ist einiges gekommen jetzt, gehe ich ganz schnell darauf ein. Und zwar möchte ich das in zwei Bereiche bündeln. Also das eine war das Stichwort Lehrplan. Also sozusagen, wie werden diese ganzen neuen Formen des Online-Lernens sozusagen mit dem Lehrplan kompatibel gemacht? Das ist sicher eine Herausforderung. Die andere Frage, oder gab es mehrere Fragen dazu, wieder das, was wir schon angesprochen haben, das Thema, wie bezieht man das dann auf die mögliche Bewertung, auf Tests, auf Klausuren und wie kann man sozusagen also diesen Bereich damit verbinden? Ja. Prüfungen sozusagen, ja. Zum Ersten kann ich kurz was sagen. Ich bin an keinerlei Lehrplan gebunden, weder für die Sprachschulen noch für die Deutsch-Arabische Freundschaftsgesellschaft, im Prinzip auch nicht für das Auswärtige Amt. Das heißt, ich erstelle meine Lehrpläne selbst. Und für das Auswärtige Amt gibt es ein Lehrbuch, was benutzt werden kann, ist vielleicht eine Empfehlung, aber überhaupt kein Muss. Und ich habe tatsächlich immer versucht, sehr kreativ zu sein und mit vielen Lehrbüchern zu arbeiten, weil das werden alle wissen, die Arabisch lehren, dass man sich im Prinzip nicht an ein einziges Lehrbuch halten kann. Ich würde sagen, es gibt zwei, die sehr gut sind und alle anderen beleuchten das oder das, haben unterschiedliche Fokus. Beim Online-Unterrichten gehe ich mehr und mehr dahin, tatsächlich ein Lehrbuch, maximal zwei zu benutzen, ja, und ob die Schüler sich das dann kaufen wollen, die kriegen das von mir immer als Scan, das ist natürlich auch ein ganz schöner Aufwand für die Lehrkräfte, ich kann auch von den Schülern nicht unbedingt verlangen, ihr müsst euch jetzt die Lehrbücher kaufen, die sind nicht so preiswert, eventuell schicke ich die in die Bibliothek, tatsächlich die ZLB und die Stadtbibliotheken hier, die haben mittlerweile eine ganze Menge an Arabisch-Lehrmaterial. Die Schüler vom Auswärtigen Amt kriegen das eine Buch gestellt. Das ist auch ganz hervorragend und das benutze ich dort hauptsächlich, aber nicht ausschließlich. Prüfungen muss ich im Moment gar nicht abnehmen. Ich gebe zum Schluss eine Einschätzung ab, welches Sprachniveau ungefähr erreicht wurde, wo Stärken, wo Schwächen sind. Das mache ich für jeden Schüler einzeln. Das ist auch relativ umfangreich, als ob Sie quasi ein schriftliches Zeugnis schreiben, wie die Kinder das in den ersten drei Klassen bekommen. Aber ich muss momentan keine Prüfungen abnehmen. Das hat Für und Wider. Ne? Ich muss alle Lehrpläne selbst erstellen, aber ich bin frei in der Wahl meiner Mittel und auch in der Abfolge. Ja, wir sind leider schon ein bisschen über die Zeit, deswegen will ich sozusagen nochmal darauf hinweisen, dass der Chat wirklich offen bleiben wird und noch weitere Fragen gerne noch weiter diskutiert werden können. Aber ich möchte jetzt von unserer Seite aus zunächst mal ein wirklich ganz herzliches Dankeschön sagen, weil das wirklich eine sehr, sehr reichhaltige Stunde war, meiner Ansicht nach, mit ganz, ganz vielen konkreten Tipps, die wirklich sozusagen irgendwie hilfreich sind und auch ganz, ganz viele tolle Tools und Webseiten wurden genannt. Und das Wichtigste ist ja dann eben auch nicht nur, welche Tools das sind, sondern wie wir dann damit umgehen. Also
sozusagen, wie wir damit umgehen, um wirklich neue Formen der Interaktion dann zu ermöglichen, weil das ist ja auch gerade etwas, was oft aufgefallen ist, dass wenn die ersten Schritte zum Online-Unterricht irgendwie passieren, ist es ganz oft oder ganz oft so, dass man in traditionelle Formen des Unterrichts zurückfällt, die im Grunde genommen schon längst überwunden worden sind. Und gerade da ist es eben wichtig, um diese interaktiven Aspekte zu betonen, nochmal festzustellen, da gibt es so viele Möglichkeiten und man kann mit einfachen Dingen eigentlich schon, die jetzt auch nichts kosten oder sozusagen, wo keine kommerziellen Interessen dahinter stehen, ganz, ganz viel ausrichten. Das war wirklich super interessant. Vielen, vielen Dank und ja, ich übergebe doch das Wort an die Katharina, meine Kollegin. Ja, von mir auch natürlich vielen, vielen Dank und unter den Kommentaren habe ich auch eins gesehen im Chat. Vor allem bei Kindern funktioniert das ganz anders, wenn wir jetzt online gehen, weil Erwachsene sind selbstverständlich oder hoffentlich selbstverständlich motiviert, aber was dann, wie gehen dann Kinder damit um? Und ich freue mich, Sie auf unsere nächste Veranstaltungen aufmerksam zu machen. Wir haben sie schon fest in Planung. Bei einer Veranstaltung ist der Fokus auf Herkunftssprachen und sie finden im Juli statt. Und beim nächsten Event, sogar übernächsten Event, wird es um das Thema Schülermotivation gehen. Und wir planen es im August. Wir werden Sie entsprechend informieren und hoffentlich auch begrüßen. Bedanke ich mich auch nochmal, sage zu allen Tschüss, vielen Dank. Und wie gesagt, der Chat bleibt noch offen und haben Sie einen schönen Freitagabend und schönes Wochenende.